So, willkommen zum nächsten Abschnitt. Im Abschnitt 5 wollen wir zeigen, dass die Dreifärbungszahl eine Knoteninvariante ist. Ja, es wird im Abschnitt klar, was das bedeutet. Also Paragraph 5, die Dreifärbungszahl ist eine Knoteninvariante. So. So, als erstes mache ich mal ein Beispiel. So, ich rechne die Dreifärbungszahl aus für diesen Knoten hier. Ja, eine Kleeblattschlinge mit noch so ein extra, mit so einer extra Verdrehung dran. So. Übernächstes hier. Ja, also was gibt es da noch für Färbung? Natürlich erstmal die einfarbigen. Drei Stück. Und dann gibt es eventuell noch mehr. Verschiedenfarbige. Nummer eins. So. Also hier haben wir noch ganz grün. So, ganz grün. Und ganz schwarz. So. Und jetzt können wir aber auch verschieden färben. Zum Beispiel fange ich hier mit Rot an und dann vielleicht mit Schwarz weiter. So, dritten Bogen mache ich grün. So, und jetzt sehen Sie, der vierte Bogen, der hier ist, der muss auch grün sein, weil hier sind schon zwei verschiedene Farben. Das heißt, ich muss hier mit Grün weitermachen. Und das ist auch tatsächlich eine zulässige Färbung, weil hier sind alle drei gleich. Es müssen ja immer drei Farben verschieden sein, wie hier, hier und hier. Oder drei Farben gleich wie da. Und von dieser Sorte können wir noch mehr machen, wieder sechs Stück, indem wir die Farben einfach in einer Reihenfolge wählen. Und vielleicht fange ich mal mit Grün an. Ich mache dann mit Schwarz weiter und komme dann am Ende zu Rot. Und wenn ich diesen Rot mache, muss ich diesen hier auch Rot machen. So. Also, hier sind wieder sechs Möglichkeiten. Und ich sage Ihnen mal, mehr Möglichkeiten gibt es nicht, ja? Weil wir mussten immer, wenn wir diese hier gewählt hatten, diese Farbe, für diese hatten wir drei Möglichkeiten, für diese zwei, für diese noch eine und diese musste dann gleich gemacht werden. Ja? Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Also ist die Dreifärbungszahl ist 9 in diesem Fall. So, jetzt machen wir ein zweites Beispiel, das Sie schon kennen. Nur die Kleeblattschlinge. Ja? So, und Sie sehen, ich male die erste Mal hin, so, und rot, so. Sie sehen, ich habe hier eine Rademeisterbewegung vom Typ 1 gemacht, von hier nach da. Ja, Typ 1b ist das, und in die Richtung wäre Typ 1a. Ja, und weil diese beiden Teile einfarbig waren, konnte ich das einfach raustüdeln. Ja? Dasselbe passiert bei Grün. Ja. Und auch bei Schwarz. Ja, weil diese beiden Bögen hier, die zu einem Bogen zusammengefasst haben, gleichfarbig waren, geht das.
So. So und so. Aber auch bei den verschiedenfarbigen funktioniert es auch, weil dadurch, dass die Färbung zulässig sein muss, müssten diese beiden Stränge gleichfarbig sein, auch wenn die anderen nicht gleichfarbig sind. Ja, die anderen sind irgendwie, aber die beiden, die wir gerade enttüdeln wollen, die haben die gleiche Farbe. Daran sieht man, dass diese Zulässigkeitsbedingung eine gute Bedingung ist. Die hilft uns nämlich, dass wir auf jeden Fall enttüdeln können. Bei all diesen können wir enttüdeln. Ja, also überall können wir hier diese Bewegung von Typ 1b machen und immer kriege ich wieder eine neue Färbung. Ja? Für jede Färbung hier gibt es genau eine Färbung da. Ja? Und zurück wäre 1a, geht das auch. Ja? Wenn ich so färben kann, kann ich auch so färben. Ja? Also die 3 Färbungszahl hier ist auch 9. Ja? Also es scheint, als würde sich die 3-Färbungszahl bei Reihe Bewegung vom Typ 1 nicht verändern. Ja, und dies ist tatsächlich so und das wollen wir beweisen. Ja? Okay, gut. Also, also 5-2 Satz. Bei einer Reihe der Meister Bewegung vom Typ 1 bleibt die 3-Färbungszahl gleich. Okay, so Beweis. Müssen wir die beiden Typen getrennt betrachten. Also wir machen zunächst Typ 1a. Ja, das ist also der Teil, wo die Schlinge gemacht wird. Ja, also ich mache nochmal, sag mal, was wir machen müssen. Also wir müssen zeigen, dass es für jede 3-Färbung des Ausgangsdiagramms genau eine Färbung, eine zulässige Färbung des Ergebnisdiagramms gibt. So, Beispiel. Oder Daten, ja. Dazu verteilen wir das Diagramm in 2 Teile. Ja, wie wollen wir das machen? Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben hier ein kompliziertes Diagramm. So. Mal ist jetzt erstmal grau, noch keine Färbung haben.
Das ist mein Diagramm. Jetzt mache ich mal eine Bewegung vom Typ 1a. Wo ich so eine zusätzliche Schleife reinmache. Also mal sehen, wie ich das hinkriege. So, dann eine zusätzliche Schleife. So rum, hoch. Und dann hier noch so. So. Also. Machen wir das mal hier. Also hier geht es raus. So. Haben wir jetzt diese zusätzliche Schleife. So. Das, so. Und jetzt wollen wir das, wo passiert was? Es passiert hier was. Hier bleibt eigentlich der Knoten gleich, nur hier vorne wird was umgeändert. Und da mache ich jetzt hier, trenne ich den Knoten hier so auf. Auf der Seite bleibt alles gleich und auf der Seite mache ich was. Ja? Bleibt gleich. Ja, bleibt gleich. Und hier ändert sich was. Ja, und wenn ich jetzt hier vielleicht diese Kante irgendeine Farbe hat, ja, und hier drüben irgendwelche anderen Farben, ja, dann lasse ich die Farben von diesem Teil völlig gleich, ja, irgendwie hier und dann geht es hier, kommt es so, so. Und auf dieser Seite könnten sich die Farben theoretisch verändern, ja. Jetzt muss ich gucken, wichtig ist, dass an den Übergangsstellen muss die Farbe gleich bleiben. Hier könnte die Farbe sich jetzt verändern, zwar muss ich hier erstmal, ja, tut sie jetzt in diesem Fall nicht, aber auf dieser Seite muss ich jetzt zeigen, dass wenn ich mit Rot und Rot hier anfange, dass ich dann nur eine Möglichkeit auf dieser Seite habe. Das ist hier so, ne? Hier fließt das Rot rein und hier fließt das Rot rein. Ne? Ja. Also die Frage ist, hier auf der Seite muss ich rausfinden, zeige, es gibt genau eine zulässige Färbung. Mit den gleichen Farben. Am Rand. Ich mache das jetzt alles ganz langsam, weil nachher für die anderen Reitemeisterbewegungen ist das gleiche Prinzip, bloß dass die Argumente etwas komplizierter sind. Auch nicht schlimm, aber ein bisschen. So, also das machen wir jetzt mal. 1a, wir tun jetzt nur noch, gucken uns nur noch die Seite an mit diesen Randpunkten. Ja? So. Also, auf dieser Seite habe ich einfach so einen Strich und auf dieser Seite habe ich so eine Schleife. Ja, und das ist mein Bewegungsprinzip 1a. Und ich habe hier an den Seiten irgendein, ja, hier ist, diese Kante hat irgendeine Farbe, ja, gibt hier drüben drei Möglichkeiten. Ja, rot, grün oder blau. Ich nehme jetzt mal rot. Und dann müssen wir auf der Seite, wissen wir, die Endpunkte müssen die gleiche Farbe haben. Und in der Mitte wissen wir erstmal nicht. Ja? Also in der Mitte mache ich erstmal einfach nur mit grau. So. So, dann kommt weiterfärben. Ja, wenn ich hier weiterfärbe, geht meine Farbe auf den ganzen Bogen bis hier.
Und wenn ich von hier aus weiterfärbe, geht es dahin. Und weil die Situation hier beim Typ 1 so einfach ist, sind wir fertig. Ja? Nur eine Möglichkeit. Ja, für jede Farbe, wo ich hier anfange, gibt es genau eine hier. Ja? Also genauso für grün und schwarz. Ja? Also für jede auf dieser Seite bekomme ich eine auf der Seite. Ja? Jetzt könnte es noch sein, dass es auf der Seite welche gibt, die nicht von hier drüben kommen. Ja? Das ist also die Frage, ob die Umkehrabbildung injektiv ist. Ja? Was wir hier gezeigt haben, ist injektiv. Jede von hier hat eine da, aber wir wissen nicht, ob alle getroffen werden. Ja? Also wollen wir jetzt noch sehen, umgekehrt. Wie geht es, wenn ich mit diesem Typ anfange, also wenn es so aussieht und ich dies enttüdeln will. Ja? Das zeige ich Ihnen im nächsten Video.